neue Stadt im Organismus. Ich grüße dich herzlich, neuen Start im Organismus. Ist das aber gerade möglich, dass der Körper einfach sich reset ansetzt? Ja, es ist möglich. Ich habe durch meine Erfahrungen, durch Praxis, langjährige Praxis, durch sehr viele Menschen, welche ich begleiten dürfte, beobachten dürfte, habe festgestellt, dass der beste neue Start im Organismus stattfindet dann, wenn der Mensch einfach ganzheitlich vorbereitet sich zu den Fasten und dann in Fastenwoche nicht nur bloß fastet, sondern feinstofflich arbeitet, passiert unglaubliche Dinge dann mit Menschen danach. Und das habe ich erlebt wirklich nur, wenn wir vom Körper, Geist und Seele in Einheit gebracht würden und respektvolle Handlungen auch vorzeigen. Und dann der Körper ist natürlich sofort reagiert darauf. Der sagt, jetzt läuft anders. Und dann Start ist jetzt auf Neues. Und weil wir wissen, dass die Zellen im Körper sich ständig erneuern, erneut sich der Körper aufs Neues. Und du kannst dich wirklich verjüngen. Du kannst dich einfach frei leben von alle Störungen, welche du je in deinem Leben erfahren dürftest. Weil es ist auch Geschenk gewesen, so zu spüren, Symptome, Krankheiten, Schmerzen, einfach zu wahrzunehmen, was ist das, diese Ablehnung, was bedeutet diese einfach nicht respektvolle Umgang mit sich und mit eigenem Körper. Und der Körper ist dankbar, wenn wir diesen Neustart machen. Und das ist auf jeden Fall möglich durch diese wettrussische Fasten. Es ist einmalig, wirklich. Aber ich erlebe das bei den Menschen. Ich sehe das. Und bei manchen passiert das sofort, bei manchen passiert das erst nach einem gewissen Zeitraum, bis sie einfach das so tief verinnerlicht, dass bei denen beginnt sich einfach Energetisierung. Aber bedeutet Energetisierung, da wo die einfach nicht zurückgehen auf ihre alten Gewohnheiten und schätzen sich selbst, lieben sich selbst, achten auf sich selbst, befreien sich selbst von allem, was man nicht braucht. Also wenn du Interesse hast, dann kannst du gerne mir eine Mail schreiben wegen Fastenwoche. Ich würde gern freuen, auch diesen Weg mit dir zu gehen, weil das ist einmalig und wunderschön. Ich danke dir. Alles Liebe, ciao.